Hey Leute und willkommen zurück zu Nightmares from the Deep 3. Davy Jones in der Sammler-Edition. Genau, und das mit der Sammler-Edition ist ganz wichtig, denn wir können jetzt das Bonuskapitel spielen, was wir auch direkt tun werden. Auf fortgeschritten. Hallo? Ja. Achso, ist automatisch ausgewählt. Alles klar. Intro. After Davy Jones had gone, O'Malley found us on the shore. He thanked me for canceling the pacts, but said that the reviving potion does not grant eternal life. Oh. He has lived long enough, though. It was time to say goodbye. Before he left, he asked us to take care of Davy's daughter. He was sure that after she forgave her father, she must have woken up. Okay. Because the empire of Davy Jones was falling apart before our very eyes. After a long and arduous walk, we finally managed to get near the ice house. That's the garden entrance. We can get to Davy Jones' daughter through the garden. Vielen Dank, Tochter, da wäre ich nicht drauf gekommen. Sieht wie ein Fallköcher aus. Schade, dass die Spitze und die Federn fehlen. Ich glaube, sie meint wohl eher, das sieht aus wie ein Fall. Pfeil, nicht wie ein Fallköcher. Wobei, Armbrustpfeile gibt es ja nicht. Armbrüste verschießen Bolzen. Ja. Eigentlich schon, aber ich habe die Federn auf jeden Fall gefunden. Geh mal einfach hinten ran, das hält. Jetzt noch die Pfeilspitze. Nehmen wir den Ast? Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich habe den Kopf gefunden oder so. Haha! Ja, die sagen ja jetzt nichts mehr, die sind jetzt alle tot. Ja. Alle dödelig. Der Deckel bewegt sich nicht. Ein Asthebel. Und Wimmeln. Okay, Schmuckkästchen, Knoblauch, Fischgräte, Holz, Schuh, Hufeisen, Heizfahrer, Was denn? Du hast Holz, Schuh, Hufeisen gesagt. Entschuldigung. Das hörte sich super an. Holz, Schuh, Hufeisen. Holz, Schuh, Hufeisen. Okay. Okay. Heizfahrer, Riemen, Kissen, Falter, Käfer, Brief und Klee. Da ist das. Huhu, Hufeisen. Das Grüne. Schuhu, Hufeisen, bitte. Schuhu, Hufeisen. Ein Schuhu, Hufeisen. Okay. Oh Mann. Hätten wir das auch geklärt. Ja. So, ein Kissen. Ein Kissen? Das müsste man doch eigentlich voll gut sehen. Kommt dann, vielleicht ist das so ein Nadelkissen oder so. Ja, okay. Das sieht man dann nicht so gut. Der Falter ist übrigens oben links, also da in dem Klee, genau. Da ist auch direkt das Kleeblatt daneben, wo der Falter war. Ja, so ein Holzschuh, da. Ein Riemen. Gut, dass der Holzschuh direkt in dem Hufeisen war. Ja, so ein Riemen. Ja, der könnte quasi so, nehmen wir den da. Ein Kissen. Da ist der Knoblauch. Da ist der Käfer. Tja, das Kissen. ja. Trinkflasche. Was ist das da? Keine Ahnung. Aber ich meine, ein Kissen, außer du hast recht mit deinem Nadelkissen. Nimm das Kissen, was hinter dem Totenkopf liegt, ganz groß in Rot. Alles klar. Wir haben einen Riemen. Was ist das? Ich weiß nicht, aber ich habe einen Stein. Also hier fehlen bestimmt zwei Tasten. Ja. Okay. Ah, okay. Es ist kein Stein, es ist ein Kiesel. Das ist gut zu wissen. Ja, oder? Mhm. Ja. Ne? Was kann man denn hier noch machen? Oh,
einer dieser Steine, aus denen Fallspitzen gemacht wurden. Gut, dass wir einen Stein haben, um ihn zu formen. Ja. Boah, guck mal, genau, passgenau. Ja, natürlich. Juhu. Jetzt haben wir eine Kanarienvogelarmbrust. Ah, und können damit die Dinger durchschießen. Weil wir auch so treffsicher sind. Auf jeden Fall. That's the garden entrance. Achso, ja, we das can hast get du to eben Davy schon gesagt. Obelix wäre stolz auf uns. Das Seil ist immer noch an den Zweig gebunden. Ja, aber da wir nur einen Kopf haben. Und jetzt haben wir ein Stück Stoff. Okay, hier fehlen also die zwei Axtdinger. Aha. Oh, diese Glasscheiben sind... Gut, dass wir einen Lappen haben. Ja, wir haben ein Messer. Ein improvisiertes Messer. Guck nochmal bitte dir das, das Blatt an, weil normalerweise, wenn wir nichts mehr machen können, also wo die Glasscherbe war, normalerweise, wenn wir nichts mehr machen können, können wir da, geht das Bild immer zu. Muss erst wieder runter ins Inventar legen. Was? Das Seil allein kann man nur schwer befestigen. Ja, das auch. Kannst du... Achso. Wir können das Blatt mitnehmen. Yay! Wir haben ein Riesenblatt. Tochter, Fächer und Wind zu. Und ich wollte gerade sagen, können wir damit wedeln? Ernsthaft. Lass uns wimmeln. Okay. Wir brauchen ein linkes Teil vom Topf, ein rechtes Teil vom Topf. Vielen Dank, das ist unglaublich hilfreich. da ist noch eins und da ist noch eins. Ein riesengroßer Pixel. Oh, guck mal, eine Blubbelblase. Das ist kein Teil. Ist das auch noch ein Teil? Nein. Aber das da? Dahinter. Zack. Eins noch. Dahinter. Das war gut gesteckt. Jo. Das haben wir ein. Eins von zwei. Das war so klar. ja. Statue, müde Statue, schlafen. Was ist das? Ich weiß nicht. Durch magische Zauberhand ist er repariert. Ein Haken. Aha. Yay! Können wir das Seil an den Haken machen? Ja. Achso, ach guck mal. Nein? Nein. Okay. Okay. War aber eine gute Idee. Aber hier können wir. Hier gibt es drei Vertiefungen vielleicht für die Köpfe. Das ist die falsche Aussparung! Achso, alles klar. Davy hatte viele Geheimnisse. Ich habe einen Durchgang vom Garten zur Stadt gefunden. Er hat mir davon nichts gesagt, obwohl ich sein Anwalt bin. Oh nein. Ich sag mal nichts ohne meinen Anwalt. Genau. Ja, das hat uns jetzt bitte was gebracht? Die Info, dass wir von dem Glashaus in die Stadt können. ja. Ja, dieses Ding hier vibriert die also pocht so die ganze Zeit, aber jetzt sagt sie auf einmal nichts mehr dazu. Oh, das wollte ich nicht. Echt jetzt? Da. Good that you're here. Wie die Hexe eben gekommen? Magisch? Warum hat sie uns nicht mitgenommen? The girl is very weak. I can help her, but I need a healing water found beneath the Tower of Pacts. Ah.
Danke. Und du, Töchterchen, du bleibst hier, oder was? Das Eishaus ist vollkommen zerstört. Gibt es hier sonst irgendwas? Wie wir einfach die Tochter ignorieren und nicht einmal mit ihr gesprochen haben. Ah. I'll stay here and take care of her. Ja, alles okay. Klar. Ja, mach das. Tschüss. Jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, wo war das nochmal? Da war die Nische. Ach, da oben. Da oben. Okay, zack. Jetzt? David Jones möchte, dass du eine Heilquelle baust. Halte die Arbeiter an und erledige die Arbeit. Also erstmal graben. Hä? Muss ich das irgendwie... Nein? Ach so. Ja, du musst erstmal mit der Wünschelrute Wasser finden. Oben links. Ach so. Ah, okay. Dann musst du da graben. Alles klar. Boddel. Dann legst du Steine hin. Nein, dann. Ach so, okay, dann verputzt du. Okay. Das sieht aus wie verputzen, aber okay. Und dann baue ich eine Treppe. Cool, dass er auch immer sagt, was man machen soll und man einfach nur auf das Ding drücken soll. Jetzt trinken. Okay. Müssen wir jedes Feld benutzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, das müssen wir natürlich nur eine Verbindung feststellen. Mhm. Die guten alten Kupferrohre. Wow. Hallo! Wach! Oh. Nein, doch nicht. Erstmal gucken wir hier oben. Was? Gut, dass der Kältbereich bereits. Ich hab zu schnell geklickt. In Position ist. Achso. Na. No. Okay, das ist ein Teil, das ist ein Teil, das ist eins. Das hier. Das. Achso, nee, der hässliche Kopf nicht, aber das. Das da. Das auch nicht. Das hier. Haken. Das Ding? Ja. Und das da? Nee. Sieht aus wie ein Mund. Ganz links. Achso, nein. Was? Ganz links? Ja, da in den Pilzen, genau. Jetzt noch ein Stückchen weiter, da ist noch das Horn. Ah, ich hab das Ding hier gesucht. Aber okay, danke. Ich... Da oben. Ich wollte gerade sagen, ich bin blind. Gargoyle-Kopf. Kupfer! Gargoyle-Kopf. Das Ding sieht aus wie ein Stier und nicht wie ein... Ja, egal. Ein Axtdingsel-Teil hier. Brauchen wir aber noch zwei von. Ja, und warum finden wir hier nur diesen Brief von dem Anwalt? Was warte der? So, achso, hier, dein... Where did they go? Oh, Leute. Könnt ihr nicht einfach mal da bleiben, wo man... Hast es kaputt gemacht. Mach das gerne. Und was kannst du gut Sachen zerstören? Quick, we don't have much time. The girl is not well. She needs proper help. We need to take her out of this island. Have you got the healing water? Give it to me then. Wollte ich ja machen, aber ihr seid ja auf einmal verschwunden. Vor allem die Alte soll man sich mal nicht so anstellen. Was machst du da? Grün ist nie gut. Das sieht nicht gesund aus. No. Ernsthaft. I never signed any pact with Davy Jones. I just waited here for a chance to get his powers. Imagine the power over life and death.
now. Those powers have passed on to his daughter. Once I get her off this island, I'll be able to strip her of him. Aha. Das war so klar. Das haben wir doch in der Story erst repariert. Ja, wir sind halt nicht sonderlich gut. Fail. Gut, dass wir wissen von dem Anwalt, dass wir einen Zugang finden. Der mit Sicherheit mit 3 Gargoyle-Köpfen gesichert ist. Wer hätte es gedacht? Ja, ja, ja. Ne, mit diesen 2 Schilddingern. Das hier ist bestimmt der Durchgang. Oh, 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 da konnten wir wimmeln. Wir könnten wimmeln, ja. Ja, ich setze erstmal das Ding da drauf, nehme das mit. Kann man hier jetzt noch irgendwas tun, außer diesen Scheißbrief zu lesen? Anscheinend nicht. Egal, wimmeln wir erst. Okay, ein Eisen. Eishausschloss. Ach so. Ich kann was putzen. Eishausschloss. Ja, ein Handspiegel. Da. Nein. Okay. Okay, also Eishausschloss, Voodoo-Puppe, Handspiegel, Engelsflügel, Kodexplatte, Bratpfanne, ein Oktopus, oh, ein Diadem, ein Sextant, ein Fächer, eine Krähe und ein Korb. Ja, da ist der Oktopus. Das ist die Kodexplatte. Ein brennendes Bild, warum nicht? Mein Bild brennt. Ich hab den Handspiegel. Ja. Nö. Engelsflügel. Ich hab Handschuhe gefunden. Handschuhe. ein Korb, eine Krähe. Da oben sitzt ein Frosch. Ein Fächer. Der Korb ist auf jeden Fall links. Ach, da oben. Jo. Ein Korb. Da ist der Sextant. Engelsflügel. Das ist der Fächer. Das ist nur so ein Kopf. Engelsflügel und eine Krähe. Oh, ich sehe den Engelsflügel. Ja. Über dem brennenden Bild. Ganz, ganz riesig. Oh, okay. Alles klar. Und noch eine Krähe. Krähe. Oh. Juhu, wir haben eine Bratpfanne. Jetzt können wir uns Spiegeleier machen. Wir sind gerettet. Aber ich bin eher für Brei. Verbinde die Kristalle derselben Farbe mit einem Lichtstrahl. Die Strahlen dürfen sich nicht kreuzen. Oh ja, sowas mag ich ja. Ich hatte mal ein Spiel auf dem Handy, was genau so war. Huch. Ja, du musst nur nochmal Nein, das war schon richtig. Du musst nur nochmal die roten Kreise miteinander verbinden, weil du da in die Linie reingekommen. Ach so, jetzt. Okay. Ja. Ja, wie gesagt, ich hatte mal ein Spiel auf dem Handy, was genauso funktioniert hat. Echt? Ja, das hat voll Bock gemacht. Okay, ich wäre mit dem sinnlich überfordert. Nein, andersrum. Zack. Zack. Wie du merkst, ich nicht. Ich fand das voll cool, das hat voll Bock gemacht, aber ja, irgendwann hatte ich halt alle Dinger durch und dann habe ich es runtergeschmissen und okay. Ja. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie es heißt. Über Handschwerter. Nee. Okay. Können wir den Spieß in den Hammer stecken? Dass wir einen Kriegshammer haben? Nein. Vielleicht die Bratpfanne. Das macht Sinn. Ohne Werkzeug kann ich nicht viel ausrichten. Mit dem Spieß. Nein, mit dem Kriegshammer. Ja, bestimmt, aber... Das sieht aus wie der Kopf eines Kriegshammers. Der Rest liegt wohl irgendwo herum. Ja, bestimmt dahinter.
Okay. Wir nehmen einfach die Schwerter. Ja. Aber das wäre ja viel zu einfach gewesen. Guck, da ist er. Da ist der Stiel. Zack. Hast du mal einen Hammer da? Hammertime. Hammertime. Kann ich das irgendwie kombinieren oder so? Ich glaube, du musst den Spieß jetzt erst da reinstecken. Vielleicht klappt das mit etwas anderem? Nein. Die Steine in diesem Teil des Haufens sind widerspenstig. Ich habe nämlich auch gedacht, ich müsste wieder das Ding da reinstecken. Naja, damit du wie einen Hebel hast, den du durchprügelst. Ja, will er sie es aber nicht. Achso, Bratpfanne mit Wasser füllen? Nein. Hammer? Hau den Hammer rein. erstmal randalieren. Ja, klar. Ich sag ja, und was kannst du zerstören? Ja. Können wir vielleicht die Kuppel von der Alten zerstören, wo die im Eishaus drinne lag? Ich glaub nicht, weil es ist ja schon vollkommen zerstört. Ja, aber vielleicht kriegen wir dann irgendwas Besonderes. Können wir das zerstören? Nein, nein. Okay. Können wir den alten Hammer hinterher schmeißen? Ich glaube, das hilft uns nicht. Ah! Erstmal der Hexe das Rückgrat brechen. Hammer. Spieß. Ha. Jetzt sei mal nicht so spießig. Aber wieso geht das denn nicht? Versuchen wir etwas anderes. Okay, ich muss... Du musst Mahjong spielen. Ja. Oh, aber hey, wir haben den Hammer behalten. Oh. Da lebt ja doch noch her. Did I really just see that? Und warum rennt er freiwillig in eine eiserne Jungfrau? Also, ich... Ja, okay, das Nagelbrett ist jetzt nicht angenehmer, aber... Pfanne. Harz. Juhu. Wir haben eine Pfanne mit Harz. Ein Eimer, der kaputt ist. Okay, wir müssen den Eimer flicken. Was, der Schlamm ist so dick, dass das Gesicht nicht mehr reinpasst. Ach, Hammer, ach so. Klatsch. Nein? Achso, ich habe gedacht, wir können das jetzt mit Harz ausfüllen oder so. Achso, aber den Eimer. Alles klar, wir haben einen Eimer. Dann können wir hier draußen jetzt bestimmt Wasser holen. Juhu. Wir können das Wasser in den Dreck kippen. Ja. Das ausspülen. Oder auch nicht. Okay. Das hatte ich nämlich jetzt auch gedacht. Ach so. Hä? Ach, das Ding ist total schmutzig. Na dann. Hallo. Are you the new dungeon keeper? No? Well, I guess I'll get back to punishing myself then. I can't remember why Davy Jones threw me in here. But he must have had a good reason. Tell you what, behind those lava bars is a safe. Inside it, there's a list of me sins and a key out of the dungeon. Refresh me memory and read me sins. You can keep the key. I don't need it anyway. Uh-huh. Na dann. Dann lesen wir ihm mal seine Sünden vor oder so. Bestrafung! Keine Gefahr, des Wagen durch diese Gitterstäbe zu laufen. Naja, er ja vielleicht schon. Refresh me memory and read me my sins. Ja, aber dafür müssen wir doch erstmal irgendwie durch. Kannst du den Wassereimer auf die Stäbe kippen?
Ja. Und jetzt wird im Hammer bumm. Oh, und jetzt ist unser Hammer weg. Ach, guck mal. Zack. Oh. Okay. Ja, jetzt die große Frage, wo steht Davy und wo steht der Rest? Ich glaube, du musst dich das von dem Rest aus anbilden. Ich denke auch. Warte mal, hier ist ein Fuß oder so von Davy. Das Ding würde ich, das war das Falsche, sagen, kommt da rüber. Jo, okay. Das sah gut aus, warte. Nee, der Turm hier, der muss da oben hin. So, das heißt, die zwei hier sind schon mal richtig und der da oben. Ja. Nee, Moment. Der dahin, der dahin, der dahin. Ja. Oh. Er hat ein bisschen ein verkrüppeltes Bein, aber ansonsten. So, das hier muss erstmal irgendwie weg. Das hier müsste da, glaube ich, hin. Oh. Ich habe mein Bein gerne unter der Brust. Er ist ein bisschen klein geraten, komisch geraten. Wie auch immer. Okay, lassen wir das. So, warte mal. Hier ist noch so ein Stück von dem Turm. Dann setzen wir das nochmal dahin. So, das heißt, der ganze obere Bereich hier stimmt schon mal. Jetzt müssen wir dem Skelett nur Füße geben. Ja. Ja, und das hier ist irgendwie noch falsch. Das hier oben. Das hier muss dahin. Okay, zack, zack, zack. So. Das heißt, die Füße hier müssen dahin. Dahinter ist hier so eine Liste. This here is a list of my sins. Oh no. Oh, it's so old, it just fell apart. Echt jetzt? Oh no. Now I'll never remember what I did, but it must have been serious, right? Davy wouldn't punish me for nothing, would he? Ich habe genug gelitten, außerdem ist Davy bereits gegangen. Was auch immer du getan hast, liegt in der Vergangenheit. Wenn das die Strafe ist, die du dir auferlegt hast, dann solltest du sie ertragen, bis du das Gefühl hast, es reicht. Entscheide selbst, dein Schicksal liegt in deinen Händen. Davy, jetzt reicht. Ich denke, du hast genug gelitten. Besides, Davy ist bereits gegangen. Was du gemacht hast, ist alles in der Past. Du hast recht, ich bin mit it. Ich meine, ich kann nicht mehr erinnern, was ich gemacht habe. Danke, Lady. Goodbye. Tschaußen. Pussing. Genau, Pussing. Das Ding da rein? Das Ding da? Nein? Achso. Ich hab keine Ahnung. War wohl richtig. Sieht gut aus, nämlich. Oh no, Cory, are you okay? Oh no, are you okay? Oh, okay, apropos okay, ich würde sagen, den Rest des Bonuskapitels machen wir dann in der nächsten Folge. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.